Panzerfaust ist Geschichte. Ich habe es geschafft. Vielleicht um sicherzustellen, dass wir nicht zu Aguirre durchkommen. Ich sag's euch, er muss noch am Leben sein. Wie lautet der Plan? Wir bitten Finn, uns hier rauszubringen. Ich sagte nein. Wir haben den Tiefpunkt überwunden. Wenn nun weiterspielen. Mit bester Laune werden wir weiterspielen. So. Das Beste ist ja, dass ich im nächsten Versuch geschafft habe. Aber das glaubt mir sowieso keiner, weil ich es nicht aufgenommen habe. Aber wir gehen jetzt einfach weiter. Ganz, ganz weit weg von dem Tiefpunkt zu einem Boot. Und da steigen wir ein. Und damit darf ich fahren. Haltet einfach die Augen auf. Aber die Sache mit dieser Waffe. Glaubst du, Braidwood sagt uns alles? Woher soll ich das wissen? Ich bin Soldat. Kein Special Ops. Aber mein Job. Ich höre Schüsse. Okay, ich hab da so eine Theorie. Hört mal zu. Wenn die Typen von eben paramilitär sind, müssen sie. Von jemandem bezahlt werden. Von wem? Das ist die Frage. Ich schätze, es ist jemand, der an den Wyatt interessiert. Es blitzt. Es donnert. Man will jetzt Angst machen. Böse Vögel fliegen über uns, machen Lärm. Scheiße, habt ihr das gesehen? Vielleicht Vögel. Keine Ahnung, kann sein. Es geht einfach weiter. Vögel hat mich eben schon angesprochen. Ich hab was gesehen. Wir beobachten uns. Warum beobachten wir uns? Warte, ich hab's auch gesehen. Vorne ist was. Ja. Der Busch bewegt sich, seht ihr? Nein, vielleicht. Weiß auch nicht, ist egal. Was habt ihr für Probleme, Jungs? Ich sehe keinen Busch, der sich bewegt. Fahren einfach weiter. Oh, super. Wir sind auf Grund gelaufen, das gefällt mir. Okay, alle Mann raus, wir laufen. Eines Tages besuchen wir mal einen Ort wie den hier und schießen nicht auf die Einheimischen. Ja. Nicht auf dem Wasser. Bestimmt. Schön auf Land werden wir jetzt hier gelegt und das schon mal. Ah, ich habe irgendwie das Gefühl, da ist ein Vogel. Ah, den kann ich allerdings nicht töten. Dass hier gleich Gegner kommen. Aus den Büschen. Wie erwartet. Ah, nee, da ist. Sehr schön. Nicht sterben. Bewegt sich ganz viel, da sind ziemlich viele Gegner. Oh, das sah mir ganz nach einer netten Waffe aus. Hier irgendwo ein Sniper vielleicht. Da ist einer. Den habe ich. Ich werde immer noch beschossen, zwar immer noch vom gleichen, von dem da. Der ist jetzt tot. Natürlich. Habt ihr noch welche? Sieht nicht so aus. Ja. Hinlegen, kann ich das? Nein. Und ich habe keine Munition mehr. Sehr schlecht. Eigentlich brauchen wir größere Waffen. Ghost Rider, hier Bravo 2 Action. Wechsel auf UHF-Kanal. Größere Waffen? Okay, schieß los, Bravo 2. Oh. Das war eine Granate. Nehmen wir doch einfach eh. Ist einfacher. Habe ich eine schöne neue Waffe? Okay, ich habe hier noch etwas, das vor sich hinrostet. Versteckte Frage, wenn ihr versteht. Mit der Waffe kann man jetzt vielleicht mal. Vielen Dank, Ghost Rider.
Okay, sehen wir. So, hier geht's lang. Hier sollen wir Deckung aufsuchen. Geht auch nichts über einen kleinen Hinterhalt. Um den Kreislauf in Schwung zu bringen. Ja, für den Kreislauf. Lass uns jetzt die verdammte Nachschubkiste holen. Wunderbar. Dann soll die aufholen. Alles Freunde. Was ist das? Sieht aus wie eine Art Überwachungshardware. Zerstört es. Sprengladung haben wir. Wo? Ah. Ah. Ja. Das Spiel ist natürlich sehr unaufschlussreich. Jede Waffe, die wir ab jetzt finden, wird hier gebunkert. Wir können uns aus solchen Kisten be- Was haben wir denn hier? Ah. Was bringt es jetzt mehr? Ich bin aber so zufrieden. Wenn wir Nachschub brauchen. Ja, Sarge, danke. Mir war bisher nicht bewusst, wie Kisten funktionieren. Ghost Rider, wir haben die Kiste. Okay, Bravo, das ist cool. Ghost Rider aus. Jetzt gibt es ein Vollgefecht. Da geht, glaube ich. Ach, die Waffe ist schön. Die ist schön. Das gefällt mir. Wo haben wir den Gegner? Da unten ist ein Gegner. Und wo haben wir noch einen Gegner? Immer noch da. Ich steh auf, da. Da vorne ist auch ein Gegner. Komm aus dem Fenster. Wenn wir Aguirre finden wollen, müssen wir weiter. Wir gehen weiter, wie du willst. Ja. Sehr schön. Und wieder in einem Boot. Ich glaube, das Milizlager an uns säuberer ist. Das könnte noch lustig werden. Schachprobe. Ah, wir wollen nicht am Boot laufen. Das wäre schlecht jetzt. Lass das Camp mit dem Boot nicht weiter. MG. Ist das ein Holzlager? Ja, Aguirre muss hier durchgekommen sein. Sonst hätten sich die Patrouille hier nicht aufgestellt. Geht vor, Herge. Oh nein. Nach dir, Arschloch. Wir schießen einfach mal so ein bisschen die Leute. Ja, da war einer. Du hast ihn erwischt. Haben wir noch ein paar. Aber das ist ja echt mal lame, oder? Da ist noch einer. Ja. Hör mal, ich kann hier richtig spammen. Ich muss höher schießen. Das treffe ich hier gleich. Ich mach einfach mal das ganze Lager kaputt. So. Einfach mal so. Einfach mal so auf. Damit auch bloß kein Gegner mehr hier rein. Der müsste uns wehtun. Zum Beispiel hier vorne. Ja, komm. Ja. Habt ihr den getötet? So. Wir fahren uns jetzt mal aus dem Boot. Und zwar im nächsten Video.